Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Jäger 2, du nimmst den blauen auf 12 Grad. Verstanden, Jäger 1. Sie sind verdammt schnell. Wir müssen sie vor dem Tal der Spiele erwischen. Feuern, was die Rohre hergeben. Waffe, von der wir nichts wissen. Sie sind verdammt clever, wer immer sie sind. Was machen wir jetzt? Wir fliegen nach Hause und warten, bis sie wieder auftauchen. Wir müssen hier noch irgendwo sein. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Sind wir ehrgeizig als nicht? Ich habe da schon zu oft mitgemacht. Es ist jedes Mal dasselbe. Plötzlich sind sie weg. Dann müssen wir sie suchen. Du findest sie nicht. Ich finde sie. Du findest sie nicht. Ich finde sie. Du findest sie nicht. Ich finde sie. Verstanden. Good luck. Wo ist Stella? Duschen. Duschen? War ein Scherz, Leon. 14 Uhr hatte ich gesagt. Ich bin hier. Krieg ich eine Cola? Das ist Mr. Whitepine aus England. Sehr erfreut. Mr. Whitepine und das Unternehmen, für das er arbeitet, haben ein Problem. Und das Problem ist ein wenig heikel. Ich möchte, dass ihr euch das anseht. Ich möchte, dass Mr. Whitepine den Eindruck bekommt, dass er mit seinem Problem bei uns gut aufgehoben ist. Jemand was zu trinken? Wir haben sehr viel Gutes über diese Abteilung gehört. Cola. Wasser. Cola. Ah, wir sind vollzählig. Was war es bei Ihnen? Wasser. Ich hätte gerne Cola. Du holst dir die aus dem Automaten. Habe ich was verpasst? White Pine. Special Agent Helsinki. Sie sind sehr jung. Stella. Sehr voll. Aye, Sir. Ich möchte, dass ihr euch die Sache ansieht. Ich möchte, dass ihr sehr vorsichtig seid. Ich möchte, dass ihr korrekt arbeitet. Ich möchte, dass ihr den Fall löst. Ich möchte noch eine Cola. Ich möchte, dass ihr euch jetzt mit Mr. Whitepine zurückzieht und die Details besprecht. Er steht auf erschwerte Bedingungen. Ich möchte keinerlei Aktivitäten, die ich vorher mit mir abgesprochen habe. Sie meinen die Bürokratie? Ich möchte täglich einen ausführlichen... Nein. Ich muss in letzter Zeit immer zweimal für eine Cola fragen. Hier etwa verlieren wir sie jedes Mal. Sie verschwinden in dem Tal dort unten. Tal der Spiele. Ist von Gamezone, glaube ich. Ja, Gamezone. Wir haben mit ihnen gesprochen. Glauben Sie mir, die haben mit den Hackern nicht weniger Probleme als wir. So. Gamezone ist sehr vorsichtig mit seinen Äußerungen. Aber wir wissen zuverlässig, dass sie die Kontrolle über Teile ihrer Spielwelt verloren haben. Ich flieg mal in das Tal rein. Seien Sie vorsichtig. Er ist immer vorsichtig.
Selbst dann, wenn es gar nicht sein muss. Was bedeutet die Kontrolle über Teile ihrer Spielwelt verloren? Offiziell wissen wir nichts. Wenn ich eine klare Frage stelle, möchte ich eine klare Antwort. Sonst höre ich auf zu fragen. Haben Sie einen Zugangscode? Wofür? Das Tal. Nein, wieso? Eine Patrouille fragt danach. Also Gast. Was bedeutet die Kontrolle über Teile ihrer Spielwelt verloren? Es gibt in dem Tal ein paar Bereiche, vor allem Höhlen, die ohne Autorisierung von GameZone ausgebaut und moderiert werden. Zutritt gibt es nur mit einem kryptografierten Schlüssel. Und den schafft niemand zu knacken. Niemand bei GameZone. Und niemand bei DataSafe. Sieh an, bei den kommerziellen waren wir schon. Die haben es nicht gebracht, wie? Wir sind nicht GameZone. Unser Problem liegt anders. Wo wollen wir anfangen? Horrorhotel, Club der Toten Killergirls, Naked 4, Baphomets Fluch, Meister der Stille. Ryan, ich unterhalte mich mit Mr. Whitepine. Ist ja ein langes Gespräch. Was ist Ihr Problem? Ich bin nicht befugt, viel darüber zu sagen. Tun Sie das nicht nochmal. Was? Ausweichen statt antworten. Tut mir leid, junge Dame. So geht das Spiel nun mal. Mach mal Baphomets Fluch, das ist mit Tempelrittern. Mhm. Ich kann Ihnen nur so viel Ruhe. Sagen. Ryan, ich geh da mal rein. Vielleicht hast du bis dahin ja einen gültigen Zugangscode gefunden. Lass Pixen-Code finden. Das ist unauffälliger. Pix? Ja. Mach den Anzug fertig. Auftragsnummer. Genehmigungsschlüssel. Mach den Anzug fertig. Auftragsnummer. Genehmigungsschlüssel. Ich bin von Beamten umzingelt. Mach mich nicht wütend. Mach den Anzug fertig. Ja. Danke. Bis später. Bis später. Anzug? Meint sie den Cybersuit? Ja. Er funktioniert? Ja. Ich habe davon gehört. Offiziell gibt es ihn nicht. Und so soll es in Mr. Whitepines Leben auch bleiben. Können Sie uns hören? Ja, ich höre Sie. Nach Paragraph 14-4 Absatz 168-22 Zeile 14 bis 15 ist der Aufenthalt von Fremden, Laien, Spionen und anderen unautorisierten Personen in der grünen Zone nicht erlaubt. Sagt das Mr. Whitepine. Bring ihn in die Kantine, kauf ihm Müsli. Pix? Ja. Log in auf minus 15. Ja. Log in 70. 14, 13, 12, Access. 11, 10, 9, 8, 7, 6, Correct. 5, 4, ist sie immer so? 2, 1, wenn Sie sie ärgern? Minus 1, was habe ich getan? 2, 3, wir haben Ihre Frage nicht beantwortet. 5, 6, ich habe meine Anweisung. 8, 9, 10, so ist das nun mal. Hier ist das anders. Minus 14, minus 15. Log in successful. Wieso landen wir in einem Ballerspiel? Ich habe nur diesen Zugangscode gefunden. Dann finde einen anderen. Oder kauf einen. Duppen! Ich habe Anweisung, keine Ausgaben ohne Genehmigungscode vorzunehmen. Wenn ich es dir sage, wirst du es tun, ohne eine Diskussion anzufangen. Verstanden? Ducken! Verstanden. Ich habe einen neuen Zugangscode. Dann nix wie weg hier. Sinn für Unterhaltung hast du? Was sollen wir hier? Der Rundzug. Er hält an allen Hauptattraktionen des Tals. So ein Quatsch. Er hat gerade nicht gehalten und das war eindeutig eine Station. Dann sind wir in der Sightseeing-Tour. Und wieso haben Sie denn all die Rätsel und Geschicklichkeitsspiele in den Tischen? Weiß nicht. Entschuldige, wenn ich mich einmische. Das hier ist die Strafrundenbahn. Strafrundenbahn? Was habe ich getan? Weiß nicht. Irgendwas falsch gemacht. Du musst eins der Spiele im Tisch spielen. Wenn du genug Punkte sammelst, hält der Zug und du kannst wieder aussteigen. Du kennst dich aus. Ist keine Schande, im Strafrundenzug zu sitzen. Passiert den meisten hier irgendwann mal. Ich bin Yoshi. Wie lange sitzt du denn schon hier? Eine halbe Stunde. Aber ich habe meine Punkte fast zusammen. Kannst du mir zeigen, was ich machen muss? Ich hab's raus. Ich kann es schnell durchzocken. Du siehst besser zu, dass du einen brauchbaren Überblick bekommst. Bisher hast du nicht viel in trockene Tücher gebracht. Trockene Tücher? Hast du mich verstanden? Ja. Zeigst du es mir? Das Beste ist, du spielst die Rätsel- und Geschicklichkeitsspiele im Wechsel. Je eher du sie löst, beziehungsweise je länger du im Spiel bleibst, desto mehr Punkte sammelst du. Wie viele Punkte brauche ich? Es kommt darauf an, was du verbockt hast. Was hast du verbockt? In Rebel Assault eins von den eigenen Raumschiffen abgeschossen. In Rebel Assault eins von den eigenen Raumschiffen abgeschossen? Was? Das ist gar nicht möglich. Ich meine, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich weiß, war ein doofer Versuch. Hab mit ein paar unlauteren Tricks gearbeitet. Solche Tricks kennst du? Werde jetzt nicht kompliziert, ja?
Wie viele Punkte brauche ich, um hier rauszukommen? Oh, keine Ahnung. 4000. Danke. Tut mir leid, ich weiß es echt nicht. Schon gut, nicht weinen. Ich bringe den Zug zum Halten. Junge, bist du schnell. Sieh mal zu, dass du deine Punkte zusammenbringst. Ja, Captain ist... Stella. Stella. Vom Regen in die Traufe. Was ist das hier? Sind wir Dienstpersonal? Das ist Viper. Wir sind in dem Hangar, in dem die einzigen Supersonic-Helikopter der Welt stehen. Was tun wir hier? Wir sind Piloten. Für die Überschall-Helis? Du musst im Zug tierisch gut gewesen sein. Hierher kommt man nur, wenn man richtig was kann. Ja, ja, gut. Und was machen wir jetzt? Wir gehen in die Kantine und trinken was. Das ist alles? Wenn wir einen Einsatz haben, rufen sie es aus. Und wann lerne ich so ein Ding zu fliegen? Keine Ahnung. Wenn man hierher kommt, kann man das. Ich bin gleich zurück. Seh dich in der Kantine. Pix? Ja? Kann ich so eine Höllenmaschine fliegen? Ja. Danke. Was ist das? Heinz. Heinz. Mein Singbot. Ah, ein Singbot. Was ist ein Singbot? Ein Bot, der singt. Interessant, was ist ein Bot? Was macht Ihre Firma eigentlich? Ein Bot ist ein halbintelligentes Programm. Ein Software-Roboter, der Jobs für seine User erledigt. Heinz ist für mich im Netz unterwegs und lernt dort Lieder. Wenn er ein neues kann, kommt er her und singt es mir vor. Wozu ist das gut? Sie kennen ja tolle Rätsel. Wozu ist das gut? Wen interessiert das? Schon gut. Was macht Special Agent Helsinki? Sie hat noch 14 Minuten. Dann ist ihre Mission zu Ende. Wieso eigentlich 22 Minuten? Waren doch 22, nicht wahr? 22 Minuten, ja. Der Datenanzug testet vor Antritt der Mission Stellas körperliche und histologische Struktur. Daraus errechnet er die Zeitspanne, die sie gefahrlos übersteht. Was ist denn gefährlich daran? Sie kriegt mich sowieso, weil ich Ihnen so viel erzähle. Geheim? Nein, zickig. Sie haben es doch erlebt. Sie haben Ihre Frage nicht beantwortet, also wird sie Ihre Fragen nicht beantworten. Aber ich rede mit Ihnen. Aber über Sie. Über den Datenanzug. Über Ihren Datenanzug. Er gehört ihr? Sehen Sie? Sie können es nicht lassen. Entschuldigung. Der Meister lässt euch grüßen. Die Erleuchteten gehen ihren Weg. Der Meister betrachtet eure Taten mit Wohlwollen. Die Verfehlungen des Schülers Yoshi Yoshi sind abgegolten. Danke, Meister. Du hast eine interessante Entdeckung gemacht. Du wirst herausfinden, ob sie auserwählt ist, den Weg der Erleuchtung zu gehen. Danke, Meister. Du wirst in der kommenden Zeit die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Nein, Meister. Geh und tue Gutes. Nimm den Datenanzug. Denke immer daran, welche Ehre dir damit zuteil wird. Meister? Geh jetzt. Ja, Meister. Objekte auf 3 Uhr. Greifen Informationen an. Ausweichen und eliminieren. Ja, klasse, das sind 14 Stück. Ich bin hier allein. New voicemail has arrived. Bist du nicht? Vorsicht, du hast 2 hinter dir. Hey, mit dir habe ich ja nicht mehr gerechnet. Wo warst du? Toilette. Hör mal, wenn wir Freunde sein wollen, wirst du meine Fragen beantworten. Verstanden? Verstanden. Ich schaffe dir die beiden vom Hals. Pass auf, du hast selbst 3 hinter dir. Yoshi, spring ab, Blödmann. Ich schaffe sie dir vom Hals. Es sind immer noch 14 und ich bin 13 hier allein. 12? Pix? Ja. Kannst du das Feuer übernehmen? Ich bringe die Mühle auf Kurs. 11? Und immer wenn wir einen Visier haben. 10? Holst du ihn runter? Ja. 9? Deine Gelassenheit ist ein echter Trost. Weißt du das? 8? Nein. 7? Nein? Ich weiß nicht, was Trost ist. 6? 5? 4? 3? Macht nix. 2? Sie gehören dir, Pix. 1? 0? Good shooting. Stella hat heute in der 2. Ebene ihren Kopter so schnell und geschickt durch alle Manöver gesteuert, dass sie mit absoluter Bestzeit die Höchstzahl von Kristallen einsammeln konnte. Stella ist damit Viper Jockey des Tages geworden und ab sofort ein Level 7 Pilot.
keine leichte Aufgabe. Viel Erfolg, Stella, Stella. Danke. Er hat einen Sprachfehler, nicht? Nein. Stella, Stella, so heiße ich nicht. Das erste Stella ist dein Titel, das zweite dein Name. Pix, Pix? Ja. Sind wir noch cool? Lockout-Zeit in 2 Minuten 34 Sekunden. Stella, Stella. Hier, hier? Flieg an den Rand des 9. Quadranten. Da wird ein Shuttle von einer wichtigen Mission zurückerwartet. Begleite es ein. Schütze es vor Angriffen feindlicher Aliens. Roger, Roger. Danke, danke. Stella. Ryan, Ryan. Diese Aufgabe kommt in Viper nicht vor. Es gibt keine befreundeten Shuttle in Viper. Gibt es nicht? Vielleicht ein undokumentiertes Feature, kleiner Gag des Programmierers? Nein, ich kenne alle undokumentierten Feature in Viper. Mit anderen Worten, es wird interessant. Machen wir uns auf den Weg, bevor die Zeit um ist. Wo ist Ryan? Er sagte, er will kurz duschen. Duschen? War ein Scherz, Leon. Wieso ist der Datenanzug in Betrieb? Ich habe keine Anfrage vorliegen und keine Genehmigung erteilt. Oh, weia. Routinecheck. Komm mir nicht mit diesen blöden Routinechecks. Dafür seid ihr nicht zuständig. Sie vertraut den Technikern nicht. Das weißt du. Sie geht in dem Ding auf Tour und sie bestimmt deshalb auch selbst, wann und wie sie ihn checkt. Die Checks, würde man sie mal untersuchen, sind nichts anderes als unautorisierte Einsätze. Das weißt du genau. Was willst du machen? Wo ist Madame denn hin? Hier. Wo bist du gewesen? Wie das so ist. Nichts los, da kontrolliere ich gelegentlich mein Arbeitsgerät, räume meinen Schreibtisch auf, wechsel die Unterwäsche, zieh den Lidstrich nach, was Frauen im Büro so machen. Werd nicht wieder frech. Können wir jetzt arbeiten? Nichts lieber als das. Ich höre ein bisschen zu. Wird immer voller hier. Schalt mal Heinz aus. Haben Shuttle begleitet, wie wir es in Mr. White Pines Demo gesehen haben. Kontaktaufnahme war unmöglich. Pix ist auch nicht reingekommen. Sie landen die Shuttle im Viper-Hangar. Was ist Viper-Hangar? Keine Fragen, Mr. White Pine. Sonst müssen Sie gehen. Stella. Mr. White Pine war bisher sehr wenig kooperativ. Du weißt, wie das nervt, wenn man Dinge zweimal fragen muss und dann immer noch eine ausweichende Antwort erhält. Ich weiß, wie das ist. Eignet sich zum Flirten, stört bei der Arbeit. Erzählst du weiter? Im Hangar gleitet der Shuttle direkt weiter durch ein großes Tor, das sich hinter ihm sofort schließt. Kein Zutritt, keine Fragen. Wieso lassen sie dich so einen Einsatz fliegen? Ich bin Viper-Jockey des Tages. Hast du nicht reingesehen, wenn ich drin war? Erzähl weiter. Im Hangar arbeiten ein paar eigenartige Typen, sowas wie Techno-Hippies, die da irgendwie nicht hingehören. Pix sagt, sie sind im Programmcode nicht dokumentiert. Man kann mit ihnen nicht reden. Quatsche sie an, lächeln sie, nicken und widmen sich wieder ihrer Arbeit. Tempelleute. Was? Oh, nichts. Erzählen Sie weiter. Siehst du? Ein Arschloch. Ich will, dass er hier verschwindet. Was ist denn los? Er hat Tempelleute gesagt. Er weiß etwas, aber wenn du ihn fragst, sagt er nichts. Reg dich nicht so auf. Mr. White Pine, Sie sind dran. Alles, was Sie wissen. Ich... Also... Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht autorisiert, hau ich Ihnen was vors Maul. Sie sind ein nettes Mädchen. Nett, ja. Und sexy. Und süß. Also, was sind Tempelleute? Sie selbst nennen sich so. Es ist eine Sekte. Sie macht es wahr. Sie haut Ihnen was vors Maul. Was soll ich sagen? Diese Leute sind verrückt. Sie glauben, dass sie durch Erleuchtung den kurz bevorstehenden Weltuntergang überleben werden, um dann die Welt zu beherrschen und eine Art neues Menschengeschlecht zu gründen. Alle außer ihnen sagen, sie werden untergehen. Und jetzt mal zu den interessanten Details. Was machen solche Leute im Netz? Was wollen sie dort? Und was wollen sie mit den Daten über Lasertechnologie aus ihrem Unternehmen? Woher wissen sie das? Die Tatsache, dass sie nichts erzählen, bedeutet nicht, dass ich es nicht herausbekomme. Ich weiß sogar, dass sie eine Geliebte haben, die Cynthia heißt. Lüge. Stella. Das Apartment in London, das sie für sie bezahlen, kostet 1200 Pfund im Monat. Verdammte Lügen. Sie bevorzugt Kondome mit Mandarinengeschmack. Und ab jetzt antworten Sie so exakt wie möglich auf unsere Fragen, sonst sind Sie Ihren Job los, das verspreche ich Ihnen. Sie meint das nicht so. Jedenfalls nicht ganz so. Die Tempelleute sind eine Technosekte. Sie experimentieren mit Laserwaffen, biologischen und chemischen Kampfstoffen,
Gehirnwäsche und unbewusste Beeinflussung. Die Gamezone-Experten vermuten, dass sie im Tal der Spiele ihre Kommunikationszentrale aufgebaut haben. Sie verfügen über hervorragende Wissenschaftler. Junge, hochbegabte Leute, die für die Lehren der Sekte anfällig sind. Sie arbeiten die Programme aus, mit denen die Raubzüge in unsere Rechner unternommen werden. Und wir sind bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das sie heimsuchen. Sie sind extrem clever. Was ist so interessant an Ihrer Lehre? Für Leute mit viel Fantasie, einem hohen Grad an Selbstdisziplin, einer verpassten Kindheit, einem langweiligen Job und wenig Aussicht auf ein interessantes Leben, scheint es reizvoll zu sein. Ich habe mich nicht richtig damit beschäftigt. Es ist ein Science-Fiction-Mischmasch. Hab's nicht verstanden. Auf jeden Fall ist man dabei, wenn es darum geht, die Menschheit zu retten. Vorher gibt es allerdings die große, alles reinigende Schlacht. Ihr Guru lebt auf einem Berg, den sie Armageddon nennen. Was für ein Scheiß. Techno-Hippies mit Massenvernichtungswaffen und lauter Kikeriki im Kopf. Wo ist das Problem? Wir kriegen sie nicht. Gamezone kriegt sie nicht. Data Safe kriegt sie nicht. Wieso kaufen Sie die Leute nicht ein? Sie sind gut. Sie sind vor allem verrückt. Diese Tempelleute werben gute, fähige Wissenschaftler in der Industrie und der Forschung ab. Wir wissen von zig Fällen, wo solche Leute ihren Job gekündigt haben, um sich der Sekte anzuschließen. Bei der NASA, Toshiba, Lockheed, Nintendo. Die Liste ist lang. In Ihrer Firma? Ja. Auch bei uns. Sie wären langsam ein nützlicher Mensch. Das alles klingt nicht gut. Armageddon ist der Berg, an dem der Herr die Könige der Welt zur letzten großen Schlacht zusammenruft. Ja, Leon, steht alles in der Bibel. Ich brauche 4 Stunden Datenanzug. Du bekommst 25 Minuten. Plus 5 Minuten, wenn deine Login-Zeit das zulässt. Für die nächste Mission fragst du wieder. Und zwar erst, nachdem du beim Doc warst. Ach, warst du nach deinem heutigen Ausflug schon bei ihm? Mit dir zu arbeiten ist einfach toll. Pix? Ja? Mach den Anzug klar. Autorisierung? Hol sie bei Commander Leon Stardust. Ryan, ich sehe mir die Kantine bei Viper nochmal an. Leon Stardust? Ist das ein richtiger Name? Kein Mensch heißt so. Wieso nennt sie ihn dann so? Warten Sie ab, wie sie sie noch nennt. Ist ein Spiel von ihr. Das ist wirklich ein kompliziertes Mädchen. Wie alt ist sie? Oh, fragen Sie das nie. Sie nennt sie Onkel. Onkel? Onkel White Pine. Verdammte Göre. Auf dem Saturn feuern sich galaktische ein Menü. Durch ein optisches und danke. Bitte. Hey, du. Bist du jetzt Kellner? Bonusverkleidung. Abschuss unverletzt überstanden. Da bekommt man Schlüssel für 5-mal Verwandlungsenergie. Gratuliere zu deinem Erfolg. Viper Jockey des Tages, das ist nicht schlecht. Besonders wenn man zum ersten Mal ein Viper ist. Danke. Bist du auch was? Hab schon. Wo kommst du her? Was ist denn das für eine Frage? Du bist doch derjenige, der hier immer verschwindet und wieder auftaucht. Du bist ziemlich gut. Ich bin ziemlich neugierig. Was ist daran falsch? Du bist ein Star, Stella. Du führst die Staffel Grün. Das sind die Besten. Ich würde gerne aufessen. Lass uns gehen. Wir fliegen zum Rand der Wüste und trennen uns dort. 2 Formationen. Wer etwas entdeckt, informiert zuerst die Formation in seiner Nähe. Weitere Formationen stoßen erst hinzu, wenn es notwendig wird. Wir müssen damit rechnen, dass sie uns von ihrer Hauptaktivität ablenken wollen. New voicemail has arrived. Würde gerne mit Ihnen in Formation fliegen, Commander. Sir. Hey, du gehörst zur Staffel Grün? Ja. Sagtest du nicht, das sind die Besten? Es sind die Besten. Und du mittendrin? Einverstanden? Ich fliege mit Yoshi Yoshi. Trennung jetzt! New voicemail has arrived. Schlaue Idee, diese 2er-Formationen. Du bist ein Profi, nicht wahr? Du nicht, du fragst so plump. Halt die Augen offen. Nein. Ja? Diese Mission, es gibt sie nicht in Viper, richtig? Richtig. Warum schicken sie uns her? Und wer? Die Kommandos kommen aus einem anderen Spiel. Lass mich raten. Du kriegst nicht raus, wie das Spiel heißt. Es ist kein Spiel aus dem Tal, richtig? Ja. Wir sind also mittendrin. Was hast du über Yoshi herausgefunden? Login über eine anonyme Adresse.
Er tut, als komme er von Nintendo. Und die bemerken es nicht. Tempelleute? Er ist Mitglied der Tempelleute. Er gilt als unsicherer Kandidat, zu wenig Enthusiasmus. Ihm werden häufig Strafen auferlegt. Der Strafrundenzug ist eine davon. Er hat dort Schichtdienst. Was ist sein Job? Kontakte machen. Er versucht also entweder uns zu rekrutieren oder er versucht auszusteigen. Was glaubst du? New voicemail has arrived. Commander Stella, Stella? Hör dich? Siehst du sie? Präziser. Ja, da unten. Es sind verdammte Sandleute. Scheiße, Pix. Ja? Ist ein Code von eigentlich Abwehrschilde? Meine Abschirmenergie ist zu Ende. Keine Code. Kannst du da was drehen? Nein. Anderen Worten, wir haben's versaut. Bei der nächsten Mission geht das Kommando los. Das Spiel geht anders. Immer genauer. Diese Mission ist kein Shoot'em up. Es gibt keine Reset. Das Spiel geht weiter. Wo ist Yoshi? Notlandung. Ich werde auch landen und ihn suchen. Bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Und du? Ich musste landen, da dachte ich, ich kann dich auch gleich suchen. Ist ja ein bisschen einsam, die Gegend hier. Fliegt deine Maschine noch? Nein. Sehen wir sie uns an. Vielleicht kann man aus den beiden Kisten eine machen. Sowas kannst du also auch? Was bist du eigentlich für ein Allround-Talent? Man lernt eine Menge in diesen Spielen. Wenn man lange genug dabei ist. Wie lange bist du denn dabei? Lange. Ich finde geheimnisvolle Jungs interessant. Raus mit der Sprache. Wieso sind wir uns begegnet? Ich habe noch ein paar Energy Drinks. Willst du einen? Es wird gleich dunkel und die Wüste ist nachts kalt. Ich mache ein Feuer. Feuer? Hier gibt es nichts, was brennt. Wie kalt wird's denn? So minus 15 Grad. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Oder weißt du, wie wir das überleben? Man lernt eine Menge in diesen Spielen, weißt du? Ja, ich weiß. Cool. Und das reicht, ein Survival-Schlafsack? Wir schlafen zusammen in einem. Dann bleiben wir warm. Wie? Komm, es wird kalt. Ich... Ich weiß ein paar Tricks, wie der warm wird. Pfoten weg! Ich kenne mich aus. Ich weiß, wie wir das hier überleben. Du Sau. Wüstensau? Mannsau. Kuschelsau. Ficksau. Du gehörst mir. Halt mir den Mund zu. Langsam. Tu, als würdest du ihre Sprache verstehen. Du willst nicht kämpfen? Gegen Sandleute? Das kannst du also auch? Was sagen sie? Sie werden uns mitnehmen. Großartig. Und dann? Fressen sie uns? Sind wir ihre Sklaven? Sie werden uns bestrafen. Sie halten die Wüste sauber. Strafen? Wofür? Sex. Was? Red nicht so laut. Wenn wir leise sprechen, können sie uns nicht hören. Bist du verletzt? Ja. Wie bestrafen sie uns? Sie experimentieren mit Denkmustern. Wir werden Versuchskaninchen. Das weißt du also auch. Aua! Zeit, Schluss mit dem Versteckspiel zu machen. Haben wir eine Chance, hier wieder rauszukommen? Ich weiß nicht wie. Dann hör zu.
Ich mache einen Fluchtversuch und sorge für so viel Wirbel, dass du fliehen kannst. Ohne Waffen haben wir keine Chance. Wir haben was Besseres. Nix. Ja? Habe ich noch Energie für Schutzschilde? Ja, ein bisschen. Hülle mich damit ein. Wenn ich loslege, hilfst du, Yoshi zu fliehen. Tarnenergie, Laufenergie, magische Energie, was immer du brauchst. Bring Yoshi zu Ryan. Und dann holt ihr mich bei diesen Sandleuten raus. Was ist das? Das lernst du alles unterwegs. Tu, was Pix dir sagt. Du wirst dich wundern, was er alles über dich weiß. Tempelmann Yoshi. Auf Bußschicht im Strafrundenzug, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Ich... Was? Pix? So heißt das Ding? Eine künstliche Intelligenz. Interessant für einen Programmierer wie dich. So heißt du also auch? Was bist du eigentlich für ein Allround-Talent? Pix. Bereit? Ja. Pix. Ja. Keine Informationen mehr an Ryan weitergeben. Bitte? Keine persönlichen. Auch keine, die in die Nähe von persönlichen Informationen kommen. Ich verlasse mich auf dich. Ja. Sandleute sind eine Geheimorganisation der Tempelleute. Sie überwachen das Kommunikationsverhalten der Tempelleute und bestrafen Übertritte. Yoshi hat die Kommunikationsgebote der Sekte grob verletzt. Todesstrafe. Wie? Was? Wie hat er die Kommunikationsgebote verletzt? Ich bin nicht befugt, darüber zu reden. Was soll das denn? Du informierst mich gefälligst über alles, was ich wissen will. Nein. Wer verbietet dir, darüber zu reden? Special Agent Helsinki. Also gut. Wo ist der Held? Held? Unser Tempelmann. Yoshi. Ist er bei dir? Ja. Halt's Maul! Hallo, ich bin Ryan. Pix hat dich informiert? Ja. Für dich gibt's kein Zurück mehr, das ist dir klar, ja? Ja. Du wirst mir helfen, Stella bei den Sandleuten herauszuholen? Ja. Ich werde mich auf dich verlassen. Wenn du uns reinlegst, wird dir das leid tun. Kannst du mir folgen? Ja. Vertrauen Sie ihm nicht, das sind alles Verrückte. Er kann uns nicht hören. Lassen Sie ihn laufen und folgen Sie seiner Spur. Das ist die Gelegenheit, in Ihre Kommunikationszentrale zu gelangen. Stella hat keine 10 Minuten mehr, dann muss sie ausloggen, aus dem Anzug raus sein. Haben Sie den Bericht von Pix gelesen? Ja. Diese Sandleute machen Hirnexperimente mit ihren Gefangenen. Stella ist ihre Gefangene. Entschuldigung. Yoshi? Ja? Ich werde Pix steuern. Du redest mit ihm wie mit mir. Ja. Informiere Pix über alles, was wir brauchen. Pix? Ja. Versorg uns mit allen nötigen Waffen und Energien, die wir in der Wüste brauchen. Kann's losgehen? Ja. Okay. Bring uns da rein. Ryan? Ja? Pix braucht einen Körper. Es fällt auf, wenn ich mit etwas Unsichtbarem rede. Was schlägst du vor? Kannst du aus ihm eine Viper machen? Ein Helikopter? Wir brauchen eine Viper, um in die Wüste zu kommen. Ich tue, was ich kann. Sie sind doch Ingenieur. Ja. Prima, ich brauche in 40 Sekunden einen Helikopter. Sie machen Witze. Fang an, Onkel White Pine. Das hier ist ernst. Ryan? Sprich mit Pix. Kannst du aus der Viper einen Rig machen? Sprich mit Pix. Kannst du dich in einen Rig verwandeln? Rig? Panzer. Dauert ein paar Sekunden. Sandleute leben in den Höhlen dort drüben bei den Felsen. Wir werden da rein müssen. Du kannst ja schon mal vorplanen. Du wirst ein Laserwerfer, ein Glideboard, ein Pferd und ein Motorrad sein müssen. Hey, ich bin keine Gottmaschine. Weil du nicht erleuchtet bist. Weil du nicht erleuchtet wirst. Weil du sterben wirst, wenn das Gericht beginnt. Halt's Maul, niemand will diesen Mist hören. Ich bin bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Du bist es nicht. Klar bin ich das. Dann hör auf zu klagen. Ich sehe, was ich tun kann. Das ist nicht genug. London, Leute! Sie haben uns entdeckt. Ein neues Lied. Nicht jetzt. Wie weit sind Sie? Wissen Sie, wie schwierig es ist, ein Pferd zu programmieren? Wie weit sind Sie? Ich tue, was ich kann. Los. Schon passiert. Yoshi? Yoshi? Wieso hört er mich nicht?
Oh, klasse, Sie haben das PIX-Kommunikationsmodul nicht eingebaut. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Tut mir leid, Ihr Tempo ist mir zu hoch. Ja, Onkel White Pine, ich helfe dir. Pferd! Pferd! Pferd, verdammt! Das ist auch so eine Großschnauze. Hier ist dein Pferd. Mike! Was? Motorradmann! Was, Wetter, mein schönes Pferd? Keine 10 Sekunden. Panzer! Wie für Panzer? Panzer! Den von vorhin? Panzer! Stella, Schöne. Kannst du mich hören? Komatös. Sie muss in gut einer Minute ausloggen. Kriegst du sie wach? Keine Chance. Wieso muss sie ausloggen? Sie muss. Wieso? Das ist so klar. Nein, nicht klar. Ist sie... Wow. Deshalb waren die Sandleute so scharf auf sie. Ryan. Ja? Sie ist diese Agentin, die in Cybersuit hat, stimmt's? Datensicherheit Europa. Sandleute scannen die Programmcodes der Gefangenen. Bei Stella haben sie sich direkt ins Gehirn gebeamt. Hoffentlich habe ich alles von ihr mitgenommen. Was meinst du denn damit? Vielleicht haben sie Teile ihres Gedächtnisses auf Datenspeicher geladen. Ich muss da nochmal rein. Sie muss ausloggen. Sie muss wach sein. Ich kann sie ausloggen. Nein. Wie lange noch? 12 Sekunden. Dann entscheide dich. Gib mir den Code, dann logge ich sie aus. Kann ich nicht. Ich bin am Panzer. All meine Energie geht in die Schutzschilde. Yoshi? XXX/start/Helsinki out. Was ist mit ihr, Doc? Löcher im Hirn. Da fehlen Inhalte. Löcher? Gelöschte Erinnerungen. Das ist eine bestialische Technik. Passiert beim Überspielen der Erinnerungen und Denkmuster auf einen Datenträger, wenn man keine richtig guten Maschinen hat. Wo bist du gewesen? In Wüste. Wie bist du dorthin gekommen? Yoshi. Mannsau. Wie bist du in die Wüste gekommen? Bist du geflogen? Gefahren gegangen. Geflogen. Womit? Yoshi. Tempelmann. Flugzeug? Helikopter? Helikopter. Viper. Grün. Was können wir tun? Den Datenträger besorgen und die Daten zurück in ihr Gehirn spielen. Yoshi? Ja? Kannst du noch mal zu den Sandleuten? Ist was von Stella noch da? Ja. Gib mir den Panzer, den Laserwerfer, das Gleitboard, das Pferd und das Motorrad. Klar. Diesmal muss es schneller gehen. Sie werden vorbereitet sein und mich erwarten. Ja. Ryan? Ja? Ich würde den Login-Code des Datenanzugs ändern. Du kennst nur den Logout-Code. Kennst du den? Kennst du auch den Login? So schlau bist du. Yep. Bin in 20 Minuten mit Stellas Hirn zurück. Tötet mich. Es ist doch so weh. Ihr verdammten Schweine. Oh Gott. Sie rauben meine Gedanken. Ich scanne mein Herz. Zu. Lass es nicht zu. Sie beeinflussen mich. Verdammt, was ist das? Was ist das? Bring mich um. Bring deinen fetten Meister um. Was ist gehört? Bring das fette Meisterschwein um. Ist gut, Mädchen. Hast Glück gehabt. Willkommen zu Hause. Doc. Hallo. Danke. Bleib liegen. Ich bin okay. Ich geb's auf. Du wirst nie auf mich hören. Stella? Ich bin froh, dass du wieder da bist. Sah böse aus. Ich bin okay. Klar doch.
Sie arbeiten an Miniprogrammen, die die Spieler beeinflussen. Sie sind wie kleine Viren, die sich in alle Details der Spiele einnisten. Sie sagen den Spielern immer dasselbe. Man hört es nicht, aber man reagiert auf die Einflüsterungen. Pix? Ja? Hast du Aufzeichnungen von diesen Miniprogrammen? Nein. Wieso nicht? Ich bin ein Panzer, ein Laserwerfer, ein Gleitboard, ein Pferd und ein Motorrad. Das ist viel Arbeit. Gibt's Cola? Was für Beeinflussungen? Pix? Ja? Spiel sie ab. Die Erleuchteten gehen ihren Weg. Der Meister betrachtet eure Taten mit Wohlwollen. Geh in den Tempel-Dungeon. Wieso hört er nur auf dich? Es ist so. Du blockst ihn. Geht nicht gegen dich, Ryan. Echt nicht. Er weiß halt Dinge, die niemand etwas angehen. Gibt es noch mehr? Pix hatte wirklich eine Menge zu tun. Mehr hat er nicht geschafft. Yoshi? You're invited. Ja? Wirst du uns helfen? Nein. Du kannst nicht zurück. Und du willst auch nicht. Ich bin kein Verräter. Wenn sie die Viren installieren, manipulieren sie jeden, der im Tal spielt. Der Meister weiß... Jeder wird ein Mitglied der Sekte. Und wenn sie das geschafft haben, verbreiten sie sich im gesamten Netz. Der Meister leuchtet... Hey, wach auf! Der Meister wird uns retten. Hör auf, diesen Blödsinn abzuspulen! Eine neue Welt. Ich muss zu ihm. Du bist noch nicht wieder in Ordnung. Geht das schon wieder los? Der Meister ist der Weg. Weißt du, wie wir den Wahnsinn stoppen? Der Meister rettet dich. Nein. Der Meister Pix? Ja. Block in 4 Minuten. Ja. Der Meister ist der Weg. 2400 Meter... 2500 Meter. Auf die Spitze des Berges. Ins Skigebiet. 2700 Meter. Kauf einen Skianzug. Kauf Ski. Meter. Kauf eine Skibrille. Kauf Skischuhe. Fahr mit dem Sessellift ins Hotel. Ich bin in Zimmer 1234. Dort bin ich sicher. Da wird mich niemand suchen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass du auf der Flucht bist. Wieso willst du uns nicht helfen? Ich werde den Meister nicht verraten. Er ist ein Killer. Er bringt Leute um. Nein. Was glaubst du, wozu ihr die Laserwaffen baut, das Giftgas herstellt, die Krankheitserreger züchtet und die Spieler in diesem Tal zu beeinflussen versucht? Der Meister wird uns retten. Der Meister erschafft eine neue Welt. Hey, beruhige dich. Komm her. Erinnerst du dich? Ja. Mach den Reißverschluss auf. Ein schöner Skianzug, nicht? Ja. Er ist sehr warm und weich. Du musst darunter nichts anhaben. Nein. Gehört alles dir. Ja. Der Meister erwartet. Der Meister erwartet. Der Meister erwartet. Der Meister rettet. Der Meister rettet. Der Meister will deine Hilfe. Der Meister will deine Hilfe. Der Meister will uns. Der Meister will. Der Meister ist der Meister. Ryan. Wo bist du? An einem geheimen Ort. Yoshi ist hier sicher. Ist er bei dir? Er wird uns helfen. Yoshi? Er schläft. Kannst du ihn wecken? Ja, kann ich. Yoshi? Ja? Zeit aufzuwachen. Zeit an die Arbeit zu gehen. Zeit Verantwortung zu übernehmen. Ja. Was macht ihr da? Goodbye. Zeit, die Welt zu retten. Du kennst die Viren. Ja. Kennst ihre Struktur. Ja. Was würdest du tun, um sie unschädlich zu machen? Sie schleichen sich ins Bewusstsein ein. Was würdest du tun, um sie unschädlich zu machen? Aufspüren und verstärken. Ryan? Ja? Gehört? Schon. Aber wie? Heinz! Auf so einen blöden Sinnbot achtet doch niemand. Er kann die Viren aufspüren, ihre Texte lernen und vorsingen. Kriegst du das hin? Das Problem ist das Aufspüren. Bin ich ein Genie? Dachte ich. Goodbye. Yoshi? Ja? Hilfst du Ryan? Ja. Ryan? Ja? Wenn er wieder das Meisterprogramm startet, ruf mich. Ich halte Kontakt über Pix. Wo willst du hin? Ich sehe mir den Berg des Meisters an. Das wirst du nicht tun. Außerdem weißt du nicht, wo er ist. Niemand hat ihn bisher gefunden. Goodbye. Pix? Ja? Können wir? Ja. Europa heißt Amerika. Asien ruft Afrika. Und dazu singe ich ein Lied. Was ist denn das für ein dämlicher Bot? Heinz, mein Singbot. Amerika. Hast du was dagegen, wenn ich ihn mal an die Weichteile gehe? Wozu? Er soll doch suchen lernen.
Subliminal Messages. Singen kann er ja, ein bisschen. Er singt doch gut, für ein Bot. Hast du das mal versucht? Error has occurred. Ja, du bist der Genie. Ist Stella noch da? Sie ist weg. Verdammt. Hat sie eine Chance, den Berg des Meisters zu finden? Der Meister. Was macht sie mit dir, damit du mit dem Programm aufhörst? Der Meister ist groß. Dein Meister ist nackt und friert. Der Schneeanzug schützt. Er ist warm und weich. Auch gut. Hat sie eine Chance, den Berg zu finden? Jeder kann den Weg der Erleuchtung finden. Und dann? Wenn Stella ihn findet? Sie wird mächtig Ärger bekommen. Heinz? Ja? Such. Ja. Wir können sie täuschen. Stella kann man nicht täuschen. Jeder ist unaufmerksam, wenn er zu viel will. Wir können sie in ein Tal locken und ihre Ideen dorthin programmieren. Wie soll das gehen? Es ist sehr viel von ihrer Motivations- und Wunschstruktur auf dem Datenträger. Das können wir nicht machen. Das ist schlimmer als heimlich die Tagebücher anderer Leute lesen. Du willst sie davon abhalten, zum Berg zu gehen. Ich sage nur, wie es geht. Also gut. Was machen wir? Wir programmieren den Berg und den Meister. Du kannst dann die Dialoge des Meisters übernehmen. Ich sorge für die perfekte Illusion. Seien Sie vorsichtig. Diese Typen sind alle verrückt, Wahnsinnige. Sagten Sie schon mal. Lass uns anfangen, Yoshi. Ich mach das schon. Sieh du nach Heinz. Vielleicht braucht er ein wenig Hilfe. Hilfe? Er ist kein professioneller Suchbot. Kann sein, dass er sich unbeliebt macht. Er will sie loswerden. Merken Sie das? Er hat etwas vor. Seien Sie vorsichtig. Diese Typen sind alle verrückt. Wahnsinnige. Der Meister, der Meister. Der Meister, der Meister. Der Meister, der Meister. Die erleuchtet. Die erleuchtet. Erwählt, du bist auserwählt. Dem Meister. Diene dem Meister. Ungemütliche Bude für einen Guru? Bist du sicher, dass wir richtig sind? Nein. Wieso sind wir dann hier? Es ist der wahrscheinlich richtigste Ort. So was macht man mit Intuition, nicht mit Mathematik. Ich kann keine Intuition. Ich kann es dir zeigen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Sei willkommen. Glückster, betrachte deine Schritte mit Wohlwollen. Scheiße, der Meister. Hallo? Du bist ein zorniger Mensch. Sag dich! Komm raus, Drecksack! Ich sehe Gewaltleuchten in deinem Wesen. Ich sehe Fettpolster um deine Hüften. Große Traktorreifen. Komm raus! Nicht hier sein. Du solltest nach Hause gehen. Deine Zeit läuft ab. Ich hab noch genug Zeit. Bin erst 12 Minuten unterwegs. 13. Das war jetzt dein Fehler, Ryan. Ich war schon stutzig, als du mich nicht nach meinem Namen gefragt hast. Sowas tut kein Guru. Nein. Nein. Was nochmal machst. Ich wollte. Leck mich! Stella. Der Meister erwartet dich. Der Meister rettet dich. Sie ist sauer. Heinz hat ganze Arbeit geleistet. Sind die Viren damit aus dem Rennen? Es gibt so viele Heinze wie Viren. Er kopiert sich selbst, wenn er ein Virus findet, verbindet sich mit ihm und posaunt seine Botschaft aus. Sie ist sauer. Keine Ahnung. Du bist doch immer sauer. Nein. Manchmal ist sie ganz weich. Was weißt du denn darüber? Ich weiß Dinge, die du nicht weißt. Ich gehe den Weg der Erleuchtung. Nicht schon wieder. Ich werde sie suchen. Das hat sie gesagt. Wir sollen sie suchen. Ich suche sie. Ich suche sie auch. Von mir aus. Wenn du sie findest, sag Bescheid. Ich weiß, wie man sie handelt. Sie ist gut zu handeln. Gut zu handeln? Ich sag doch, es sind Idioten. Pix? Ja. Wo ist sie? Keine Auskunft.
Leck mich doch. Lady? Cola. Was? Cola. Wie? Cola. Weißt du nicht, was eine Cola ist? Weißt du nicht, was eine Bar ist? Möhrensaft. Macke. Jep, was ist denn im Angebot? Selleriesaft, Melissengeist, Kamillenfußbad, Fenchelpunsch. Macke. Zwei Hustensaft für mich und die Lady. Hey, Hustensaft? Heißt hier so. Du kennst dich wieder mal aus, wie? Man lernt eine Menge in diesen Spielen, wenn man lange genug dabei ist. Wie lange bist du denn dabei? Lange. Ich finde geheimnisvolle Jungs interessant. Ich weiß. Was machst du hier? Ich suche Stella. Und du? Ich suche den Meister, weißt du doch. Und was, wenn du ihn gefunden hast? Cheers. Cheers. Dann bringe ich ihn um. Er ist der Meister. Du weißt gar nichts. Ich weiß, dass du sie nicht alle hast, wenn es um deinen Meister geht. Der Meister rettet die Welt. Klar. Der Meister ist sanft. Fass mich hier an. Sanft. Ja. Yoshi. Mann, Sau. Wirst du bleiben? Und uns helfen? Weiß nicht. Bleib und hilf uns. Ich bring ihn sowieso um. Ich werde den Meister nicht verraten. Niemand hindert mich daran. Es ist Verrat. Du machst das gut. Mach weiter. Im Tal der Spiele. Hörspiel von Michael Esser. Die Personen und ihre Sprecher waren Stella, Veronika Nickel, Ryan, Benjamin Reding, Yoshi, Hans-Werner Meyer, Pix, Hermann Lause, Mr. Whitepine, Friedhelm Topp, Leon, Walter Renneisen, Heinz, Tilo-Tilo-Town, Carlos, Klaus Barner und viele andere. Ton Maximilian Federhofer, Schnitt Bettina Erner, Regieassistenz Holger Hettendorp, Musik Jasper